Herzlich willkommen zu StudyEdTV. Ich zeige euch heute, wie man eine Tangentengleichung bestimmt. Und zwar für die Funktion 3x² plus 5x. Und das Ganze soll jetzt in dem Punkt x0 gleich 2 geschehen. So, jetzt müsst ihr natürlich erstmal wissen, was ist eigentlich eine Tangentengleichung? Also eine Tangentengleichung ist eigentlich nichts anderes als eine ganz normale Gerade. Eine Gerade, nämlich y gleich m mal x plus b. So, und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Tangentengleichung einer Funktion, also die Tangente an eine Funktion. Ich habe jetzt einfach mal eine beliebige Funktion hier aufgezeichnet. Und die Tangente, das ist das Besondere, die berührt diese Funktion immer nur in einem Punkt. Das ist entscheidend, in einem Punkt. Ich zeige das jetzt mal exemplarisch an diesem Berührpunkt. Da kann man nämlich das Lineal oder diesen Wischer nehmen und jetzt hier ungefähr eine Gerade durchziehen. Und das wäre jetzt die Tangente an diesem Berührpunkt. Also man muss wirklich den Punkt so treffen, dass man wirklich nur in einem Punkt berührt. Bei mir sieht das jetzt nicht ganz so cool aus, aber das ist dann halt eine Tangente. Im Unterschied dazu, die Sekante wäre dann gewesen eine Gerade, die in zwei Punkten unsere Funktion schneidet. So, jetzt wisst ihr auch, was eine Tangente ist. Wie gesagt, beachtet noch, dass die Tangente in einem Punkt auch immer gleichzeitig die Steigung der Funktion in diesem Punkt ist. Das ist entscheidend, weil das müssen wir jetzt ausnutzen, um unsere Tangentengleichung zu bestimmen. Also, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, die Steigung unserer Funktion ist gleich der Steigung unserer Tangente. Wie bekommt man nochmal die Steigung einer Funktion heraus? Man macht immer, das ist jetzt wieder wichtig, die Ableitung. Also versuchen wir jetzt erstmal, die Ableitung zu bestimmen, um dann nämlich unser m zu bestimmen, nämlich unser m, die Steigung unserer Tangente. Also, wir haben da oben die Funktion 3x² plus 5x. Wie man jetzt ableitet, das zeige ich in diesem Video schon. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Tangentengleichung. So, 3x² abgeleitet wäre dann 6x, schreiben wir schon mal hin. Und noch die plus 5x ergibt dann plus 5. So, wir haben ja gesagt, das ist jetzt nur unsere Ableitung. Wir wollen ja die Ableitung in einem Punkt bestimmen. Das heißt, die Steigung in einem Punkt. So, jetzt hatten wir ja vorhin gesagt, wir wollen die Tangentengleichung in einem Punkt x0 gleich 2 bestimmen. Also muss man jetzt natürlich die Ableitung für unseren Punkt x0 bestimmen. Dann ist das Ganze f' von 2 nämlich. Und dann muss man diese 2 natürlich für unser x einsetzen und dann ergibt das 6 mal 2 plus 5. So, und das ergibt dann den Wert 17. Und diese 17 ist jetzt unser m für unsere Tangentengleichung y gleich m mal x plus b. Also manchmal noch so ein Pfeil dazu. Das ist unser m von unserer Tangentengleichung. So, jetzt seht ihr, wir haben das m schon mal bestimmt. Wir haben unsere Steigung von unserer Tangentengleichung. Was fehlt uns denn jetzt noch? Unser x kennen wir, denn wir wollten ja an der Stelle x0 gleich 2 wissen, wie unsere Tangentengleichung lautet. Das heißt, unser x kennen wir auch. Aber was wir noch nicht kennen, ist unser y und unser b. Denn unser y können wir über unsere Funktion nämlich bestimmen. Warum? Denn wir hatten ja gesagt, die Tangente geht durch den Berührpunkt unserer Funktion. So, das heißt, wenn wir das in Punkt 2, in unserem Beispiel wäre das jetzt nicht 2 gewesen, sondern irgendwie minus 2 oder so. Aber das wäre dann quasi unser Berührpunkt von unserer Tangente und auch unserer Funktion. Das heißt, wir können die 2 in unsere Funktion einsetzen. Machen wir das doch mal. Also f von 2 ist dann gleich 3 mal 2² plus 5 mal 2. Und jetzt bekommen wir hier nämlich raus, dass das 3 mal 4 ist. 3 mal 4 ist 12 plus 10 ist dann 22. Das bedeutet für uns jetzt, dass der y-Wert 22 schon mal ist. So, wenn wir jetzt unseren y-Wert kennen, können wir den da oben auch einsetzen. Dann steht da jetzt 22. Also wir setzen das Ganze jetzt hier ein. 22 gleich m. M war ja 17. Also 17 mal unser x war ja 2. Und das Ganze noch plus b. Und jetzt können wir das Ganze nach b umformen. Also folgt daraus. Wir bringen die 34 auf die andere Seite. Also steht da jetzt 22 minus 34 gleich b. Und das ergibt dann, dass unser b nämlich minus 12 ist. Jetzt kennen wir auch unser b und jetzt haben wir alle Komponenten von unserer Tangentengleichung bestimmt. Und jetzt können wir unsere Tangentengleichung aufschreiben. Das ist dann nämlich y gleich 17, das m, 17 mal x
plus oder minus b, je nachdem, was wir jetzt raus haben. Minus 12 also minus 12 das Ganze. Und wie ihr jetzt seht, sind wir jetzt fertig. So, jetzt zeichne ich unsere Tangente nochmal ein. Also ihr könnt das über zwei Wege machen. Entweder ihr zeichnet genau diese Geradengleichung ein, das heißt, wir sehen, wir haben die Steigung 17 und unseren y-Achsenabschnitt bei minus 12. Bedeutet für uns, wir müssen hier durch minus 12 gehen und dann mit einer Steigung von 17 einfach unsere Geradengleichung bestimmen. Oder, wie kann man es auch machen, im Punkt 2 sucht ihr euch unseren Punkt auf der Funktion und müsst dort dann quasi, und das ist immer sehr schwer, die Funktion durchziehen. Ich mache das jetzt einmal über minus 12, jetzt habe ich hier unseren tollen Schieber. Das wird einfach, ich mache es jetzt einfach mal freihand, ungefähr dann so aussehen. So, und das wäre dann unsere Tangente oder unsere Tangentengleichung gerade, die durch diesen einen Berührpunkt von unserer Funktion f von x geht. Wenn ihr nun Nachhilfe oder einen Vorbereitungskurs in eurer Stadt sucht, dann geht doch einfach auf unsere Page www.studyl.eu. Ansonsten, wenn ihr immer auf dem aktuellsten Stand sein wollt, abonniert uns doch einfach. Oder, falls ihr weitere Videos schauen wollt, dann schaut mal oben rechts.